habe sehr viele Sachen von Minks und trage das jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und wie man sieht, sind ja auch super schöne Kleider. Ich habe ein paar Lieblingsteile und jetzt seit heute gehört auch dieser Rock dazu. Der ist so flauschig, ich will heute so, will ich gar nicht mehr ausziehen. Das Interessante daran finde ich einfach, dass es nicht nur für besondere Anlässe tolle Kleider gibt und dass es einfach Dinge gibt, die man im Alltag gut tragen kann. Die Kollektion. Ich hatte es auch schon mehrfach an und ich mag die Sachen, weil es sind so fröhliche Farben. Ich finde das alles, ich mag gern Rot. Also gerade diese Promi-Kollektion, die haben, finde ich sehr, sehr schön, weil es sind aber wirklich ganz schlichte Kleider, eigentlich ganz einfach geschnitten, aber totale Hingucker. Für mich eine der wunderbarsten Designerinnen von Deutschland ist, nicht nur, weil sie schöne Mode macht, sondern weil sie ein ganz entzückender, wunderbar, warmherziger Mensch ist. Everyday Wear, so, super tragbar, tolle Schnitte. Inspiration ist die Femininität grundsätzlich bei mir. Dann ist es in die Stoffqualitäten sehr fließend und durch die Farbigkeit verhalten mit Pastells. Und das ist die wichtige Grundlage für Sommer gewesen. Es muss alles zusammenpassen. Man hat ja ein Bild im Kopf, wie das ausschauen muss. Und ich möchte gerne, dass die Mädchen schön ausschauen. Die Haare, auch das Make-up, muss stimmen. Und es hat gestimmt. Ich war sehr happy heute. Ich war ja letztes Jahr schon da und war auch begeistert und dachte mir, okay, wie geht es weiter? Man verfolgt ja gerne so seine Lieblingsdesigner, sage ich mal. Und es ist echt nochmal eine Steigerung. Die Abendkleider sind ohne Worte. Also mehr Märchen geht gar nicht mehr. Aber ich sag mal Märchen im Sinne von heute, ohne zu viel Schnickschnack, gerade Linien, aber trotzdem Prinzessinnen. Sehr schön, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich mag Eva sehr gerne, ich mag ihre Kollektionen immer wirklich sehr gerne und ich freue mich, dass ich für sie laufen durfte. Gut gefallen, gut. War eine ganz spontane Entscheidung, hier vorbeizukommen, aber hat sich sehr gelohnt. Ja. Die Show hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich war letztes Jahr hier und dieses Jahr war es noch schöner. Also ganz tolle Sachen und teilweise habe ich ein paar Sachen gesehen, wo vom Muster her sah es ein bisschen afrikanisch aus und das war ganz, ganz schön. Also super tolle Klamotten. We'll be right back.